Moin, meine Lieben. Heute habe ich wieder für euch 5 Anfängertipps, damit ihr besser reinstartet und keine Fehler macht, weil das Spiel kann schon ein bisschen, sage ich mal, unverzeihlich sein, wenn man da das ein oder andere falsch macht. Wenn euch das Video hilft oder auch gefällt, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Den ersten Tipp, den ich für euch habe, hat mit Raids zu tun. Da würde ich euch ans Herz legen, dass ihr nicht hier beim Nebelgefängnis die Waffen kauft oder auch nicht beim Schattenschloss oder sowas, weil ich finde, das ist ein bisschen verschwenderisch. Kauft euch hier von Naraka die Stäbe oder Keulen oder was auch immer, was für ein Charakter ihr halt spielt, weil hier könnt ihr direkt 6 Sterne Waffe kaufen. Mit etwas Glück kriegt ihr dann eine 6 Sterne Level 1 erweckte Waffe und so macht ihr nicht ganz so viel Minus, weil wenn ihr euch die vom Nebelgefängnis holt, die sind halt nur maximal Level 2 erweckt, 5 Sterne, ihr müsst das Ganze upgraden bis auf 6 Sterne und das ist gar nicht mal so günstig, ihr braucht auch Zielzeug dafür und das macht das Ganze halt ein bisschen teurer und die haben jetzt nicht so sonderlich viel Mehrwert. Was ihr aber hier kaufen könnt, ist zum Beispiel hier das Set. Hier bekommt euer Beschwörer zum Beispiel 150 Def. Wenn ihr das haben wollt, würde ich eher die Punkte hier in diese Sets reinschmeißen. Selbe gilt auch für Schattenschloss. Hier sind es, glaube ich, 2000 HP für den Beschwörer. Und bei Kochender Wasserfall, bei Naraka, sind es dann hier 185 Angriff als Viererset. Ja? Da würde ich dann abwägen, welches Set ihr haben wollt. Aber ich würde halt immer die Naraka-Waffen kaufen, weil die halt direkt schon Level 6 sind, ja. Und das macht halt für mich mehr Sinn. Ihr werdet die irgendwann austauschen gegen die Seal-Waffen. Die sind halt schon ein bisschen teurer, ja. Die kosten 1120 Seal-Münzen. Muss man schon viel Seal machen, damit man sich die immer holen kann. Aber die sind besser als die Naraka-Waffen. Aber wie gesagt, bis ihr das erstmal habt, müsst ihr euch mit den Naraka-Waffen zufrieden geben und die dann später austauschen, wenn ihr den passenden Stab habt. Das war der erste Tipp. Der zweite kommt jetzt. Der zweite Tipp, den ich für euch habe, haben wir hier mit dem Stücke tauschen. Da würde ich euch ans Herz legen, dass ihr dann einfach nur die Units kauft, die ihr noch nicht habt. Das hier für Skill-Ups zu kaufen, ist ein bisschen schwierig. Ich finde das ein bisschen verschwenderisch. Der ein oder andere macht das, das ist kein Problem. Kann ja natürlich selber jeder für sich entscheiden, wie er das möchte. Aber ich kaufe mir hier zum Beispiel nur Sachen raus, die ich noch nicht habe und tausche dann auch Units ein, wo ich sage, okay, die brauche ich jetzt nicht so, wie zum Beispiel hier, was habe ich denn hier? Vanessa oder sowas oder Windundine oder Feuerundine, die tausche ich dann halt weg. Wie zum Beispiel gegen die Stücke von dem Panda-Krieger. Weil da habe ich jetzt, meine ich, schon 9 Shards zusammen. Tiana habe ich auch schon 9 Shards, das heißt noch ein bisschen. Und ich habe wieder 2 5-Sterne-Units, die ich so halt viel einfacher bekommen hätte, als wenn ich irgendwie lucky auf die Pull, ne? Also das kann ich euch empfehlen. Was ich euch hier auch noch empfehlen kann, ist, wenn ihr hier genug 3-Sterne-Shards und sowas übrig habt, dass ihr dann hier die tauscht einfach. Ihr macht den hoch gegen Atem des Lebens. Ja, und dann macht ihr automatisch wählen, es sei denn, ihr wollt jetzt hier die Yeti-Shards behalten. Dann könnt ihr das gegen Atem des Lebens umtauschen, weil da habt ihr wahrscheinlich am Anfang immer Probleme damit, damit ihr einfach nicht genug von diesen Materialien habt. Und das könnt ihr hier ganz einfach eintauschen gegen 99 von den 3-Sterne-Units, also Shards. Und dann bekommt ihr 1000 Breath zusammen. Bei den 2-Sterne-Stücken und 1-Sterne-Stücken, da tausche ich das meistens gegen irgendwelche EP-Tränke, weil ihr kriegt halt nicht so viel raus von Breath. Also von diesem Atem könnt ihr aber natürlich auch machen. Das bleibt am Ende euch überlassen und wir machen weiter mit dem dritten Tipp. Beim dritten Tipp gucken wir uns erstmal in unserem Inventar um und da sehen wir hier zum Beispiel diese Steine mit 6,4% Angriff oder mit 5,6% Leben, diese ganzen Bücher, wo der ein oder andere vielleicht sogar relativ nervig finden, warum bekommt man die überhaupt? Das ist relativ wichtig, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine gute Waffe habt, zum Beispiel hier mein Wasserstab mit Angriff, Crit-Schaden, Genauigkeit und Crit-Rate. Da lohnt es sich dann auch, die Steine reinzumachen. Ich meine, die könnt ihr eh immer wieder rausmachen bei dem Juwelier. Ich weiß nicht, wie er heißt, Juwelenschleifen. Und da könnt ihr dann verschiedene Bonusse nochmal für eure Monster rausholen. Zum Beispiel bei dem Stab kriegen meine Monster 7% mehr Crit-Schaden, 5,6% mehr HP, Resi. Und das ist halt auch schon mal sehr, sehr viel, was die Monster dann nochmal extra dazu kriegen. Die ganzen Bücher hier unten könnt ihr auf Runen machen, um zum Beispiel höhere Stats zu erreichen. Kann ich euch auch gleich mal kurz zeigen, wenn wir uns mal den Galione angucken.
Ihr seht jetzt, er hat 125.000 und er hat halt überall in diesen ganzen Runen nochmal hier HP und Def und sowas drin, ja. Und ihr seht, das ist auch nochmal 5,6% extra HP als nochmal so ein Wert. Also die Rune gibt jetzt hier, guck mal, wir haben hier 12,4%, wir haben 52%, wir haben fast 60% HP nur mit einer Rune, ja, und über 20% Def. Und da lohnt es sich dann halt schon, wenn ihr eine gute Rune habt, hier zum Beispiel die Bücher oder auch diese Steine drauf zu machen, damit ihr halt einen höheren Runenwert habt. Und da kommen eure Monster dann auch auf über 130.000, wenn ihr da genug oder gute Runen habt auf jeden Fall. Dann gibt es hier noch einen Tipp, den ich euch gleich mitgebe. Das packe ich alles in ein. Ihr könnt auch, wenn ihr auf Juwel kombinieren geht, ihr könnt die auch kombinieren, um vielleicht ein besseres rauszuholen. Wenn das jetzt zum Beispiel Flatstats wären, könntet ihr sagen, okay, ich kombiniere jetzt drei Flatstats und hoffe, dass ich Angriff oder sowas rauskriege. Ihr könnt natürlich auch einfach Effektsteine kombinieren, zum Beispiel auch hier Flatstats oder Resi, was man nicht haben möchte, um dann Angriff rauszubekommen. Selbe gilt auch für die Galaxiesteine, können wir hier gleich mal machen. Ich kombiniere die, habe jetzt Trefferrate bekommen, ist jetzt nicht so das, was ich will. Den hebe ich mir dann aber trotzdem auf, damit ich vielleicht noch höher kombinieren kann. Zauberbücher, exakt dasselbe. Ich mache jetzt mal hier die drei weg und versuche ein neues zu craften. Habe jetzt Verteidigung bekommen. Das war es mir auf jeden Fall wert. 5,5% ist ganz nett. Ich kann auch nochmal hier die drei nehmen, wobei ich Angriff jetzt eher nicht so weg haben möchte und hier nochmal eins mit Def bekommen. Also so könnt ihr das auf jeden Fall machen und so kriegt ihr dann auch wesentlich bessere Bücher zusammen. Außer hier jetzt in dem Fall ist halt natürlich auch Gamble, aber das ist auch ein Punkt, den ich wichtig finde und den viele gar nicht so benutzen. Der ein oder andere wird jetzt auch schon an dem Punkt sein, wo er Gold braucht. Ich habe jetzt hier auch nur noch 1,25 Millionen, ist jetzt nicht mehr so viel, weil alles extrem teuer ist, wenn ihr da irgendwie Bücher oder sowas craftet. Das geht halt ordentlich ins Geld. Ich kann euch jetzt sagen, wie man noch ein bisschen Geld machen kann, für die, die es nicht wissen. Ist jetzt zum Beispiel über Berufe, wenn wir bei Verarbeiten gucken. Schmiedet hier wirklich jede Woche die ganzen Sachen hier unten, ja, weil die geben nämlich gut Gold. Ich glaube, der Schwan hier gibt 400k und das ist schon ordentlich, ne. Und ihr könnt auch durch andere Rezepte noch mehr von denen craften und da kriegt ihr halt schon in der Woche wahrscheinlich das meiste Geld raus. Ihr könnt auch hier im Weg des Wachstums, Weg des Trainings, könnt ihr natürlich auch hier ein bisschen Gold rausholen, ja. Ist jetzt auch nicht so viel, vielleicht mit dem doppelten Bonus, den man kriegt, lohnt sich das. Ich meine, man kann auch, wenn man sehr lucky ist, einen Argen hier rausbekommen, 20 Shards oder halt auch komplett, wenn man ihn noch nicht hat, ja. Das ist alles möglich, ist auch eine Goldquelle. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel bei diesen ganzen Events, die man hier hat, wie zum Beispiel Seestern aus der Tiefe, muss man hier drauf, kann man hier auch gegen Gold eintauschen. Das mache ich jetzt auch die ganze Zeit, weil Gold halt wirklich sehr, sehr selten ist. Bei dem Event habe ich mir am Anfang die Sachen geholt und hole mir hier jetzt auch mittlerweile das Gold raus, die 200k, weil ich es halt wirklich brauche. Andere Möglichkeit ist noch bei dem Index hier, wenn ihr auf Kreaturenindex geht und schaut euch die hier mal an, da seht ihr auch immer 1000 Gold, könnt ihr hier holen, hier sind nochmal 1000 Gold, aber im Heldengebiet könnt ihr auch nochmal 10k ranholen bei fast jedem oder bei jedem Monster sogar. Und ihr kriegt hier auch Gems, also wenn ihr da im Heldengebiet seid, könnt ihr auch gut Kohle farmen, ja. Ist halt nur ein bisschen schwieriger, macht es am besten in der Gruppe, lasst es einfach AFK laufen. Ihr könnt es auch über Nacht, wenn ihr stark genug seid, einfach am Handy laufen lassen. Wäre auch noch ein Tipp, den ich euch geben kann. Aber da gibt es dann im nächsten Tipp noch ein bisschen mehr, was ihr da farmt am besten nachts, zum Beispiel mit dem Handy, wenn ihr es einfach liegen habt. Und zu dem gehen wir jetzt. Wir sind jetzt beim fünften und letzten Tipp und wir gucken uns hier mal die schwache Magiekerne an. Da wird sich auch der ein oder andere sicherlich fragen, wie kann man die denn effizient farmen? Und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit ist es, entweder ihr kauft es im Auktionshaus, ja, Magiekerne für 8000, 20 Stück. Finde ich, ist es jetzt nicht wert, außer ihr seid unfassbar reich, dann könnt ihr das machen. Aber ihr könnt halt natürlich auch einfach in die Gebiete gehen und euch die dann farmen. Wenn wir hier auf die Magiekerne jetzt klicken, hier drauf, und da seht ihr die verschiedenen Gebiete, da geht ihr auf Los, drückt einfach M für Automodus und dann werden da die Monster gefarmt und die droppen die dann auch. Ja, da, wenn ihr da über Nacht mit eurem Handy einfach das Game anlasst und farmt da Automodus,
dann werdet ihr so 100 bis 150 pro Nacht kriegen. Und das ist meiner Meinung nach die beste Methode, um die zu farmen. Anders kommt man halt nicht dran. Es gibt nur Auktionshaus oder selber droppen. Man kann die jetzt nicht irgendwo umtauschen. Selbe gilt natürlich auch für die anderen Magiekerne hier. Da sieht man dann, es sind nur in drei Gebieten. Und auch so könnt ihr die dann halt farmen. Für die, die sich gefragt haben, hey, wie bekomme ich die? Ich brauche so viele für die Alchemie-Berufe. Was kann ich da machen? Also das sind die einzigen Möglichkeiten, die ihr da wirklich habt. Ansonsten war es das auch schon im Großen und Ganzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allem hoffe ich, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Natürlich freue ich mich auch hier wieder über ein Like oder ein Abo, wenn ich euch wirklich einen Gefallen getan habe. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.